So, liebe Kollegen und Kolleginnen, herzlich willkommen an unserer ersten Session nach einem schönen gemeinsamen Abendessen gestern. Ich hoffe sehr, dass alle wieder frisch und noch immer gesund ist. Und das ist mir eine große Freude, dass ich dieses Panel moderieren werde. Und ich möchte auch kurz unseren Kollegen, die hier eine Präsentation machen werden, vorstellen. Ich werde es mit Franziska Solomon beginnen. Sie ist Forschungsassistentin am Lehrstuhl für Germanistik der Alexandru Ioan Cuza Universität in Iași. Sie ist eine Germanistin, sie studierte Germanistik, Französistik und Judaistik in Iași, Dresden, Berlin und Tel Aviv. Und sie arbeitet auch teilweise hier in Wien, weil sie schreibt, also sie promoviert im Rahmen des Doktoratskollegs Galizien hier an der Uni Wien. Und sie macht Jewish Studies, wenn ich es richtig verstanden habe, auch. Und ein Buch von ihm wurde beim Lit Verlag im Jahre 2012 erschienen. Der Titel ist Blicke auf das galizische Judentum. Also bitte. Vielen Dank für die Vorstellung und auch für die Einladung hier nach Wien. Und wie bereits angekündigt, bezieht sich das Thema meiner heutigen Präsentation auf die autobiografischen und narrativen Dimensionen jüdischer Schicksale im Kontext der Deportationen nach Transnistrien. Und Hauptziel des Vortrages ist es, die Mechanismen der jüdischen Identitätskonstruktion im Spannungsfeld von Heimatverlust, Krieg und Deportation, auch Exil, zu ergründen und sie am Beispiel eines Korpus ausgewählter Prosatexte, vor allem in deutscher Sprache und beiläufig in jiddischer und hebräischer Sprache, zu veranschaulichen. Diese Texte wurden von jüdischen Überlebenden verfasst, die entweder aus der Bukowina stammen oder über einen gewissen bukowinischen familialen Hintergrund verfügen. Ein Paradebeispiel repräsentativer Schriften von Alexander Spiegelblatt und Edgar Hilsenrath sowie mit Hilfe einiger exkursiven Verweise auf Aharon Appelfelds Texte sollen aufschlussreiche Aspekte punktuell untersucht werden. Der zeitliche Schwerpunkt des Beitrages bezieht sich auf die Periode des Zweiten Weltkrieges, insbesondere auf die Jahre 1941 bis 1944, während die räumliche Dimension in der rumänisierten Bukowina und in dem im Jahre 1941 besetzten Transnistrien festzulegen ist. Die Untersuchung berücksichtigt jedoch einen breiteren Zeitraum, in dem die historische und kulturelle Konstellation vor dem Ersten Weltkrieg und zugleich die sich nach dem Zweiten Weltkrieg neu herauskristallisierenden Paradigmen hinsichtlich der jüdischen Bevölkerung in der Bukowina erörtert werden sollen. Die literarische und dokumentarische Darstellung des Holocaust in der Bukowina, Bessarabien und Transnistrien umfasst ein umfangreiches Material, Lyrik, Prosa, autobiografische Werke und Berichte. Somit erweist sich die sogenannte Literatur des transnistrischen Holocaust als wichtiges und ergänzendes Kapitel innerhalb der breit gefächerten und facettenreichen Konstellation der literarischen Darstellungen des Holocaust, das bisher nur marginal erforscht wurde. In den letzten Jahren ist jedoch eine gewisse Zahl von Studien erschienen, die das interpretatorische Potenzial dieses Themas erkannt und neu bewertet haben. Eine Herausforderung stellt dabei sowohl die große Zahl von literarischen und dokumentarischen Texten und die Existenz zahlreicher sogenannten Laienschriftsteller, als auch die Vielsprachigkeit der Quellen dar.
Die komparatistische Herangehensweise an einem solchen Textkorpus bezieht insbesondere eine sprachliche Mobilität und gleichzeitig die Bereitschaft zu interdisziplinärer Forschung und auch zu wissenschaftlichen Aufenthalten in verschiedenen Bibliotheken und Archiven ein. Und diese sind für die Durchführung eines solchen Projektes unentbehrlich. Die Mehrheit der literaturwissenschaftlichen Abhandlungen zur Prosa der bereits oben erwähnten Autoren greifen insbesondere auf rezeptionsästhetische Interpretationsmechanismen zurück, indem die traumatischen Erfahrungen der Deportierten die Grenzen einer spezifischen Topographie transzendieren. Der Topos Transnistriens wird in diesen Untersuchungen meist ausgelassen, zurückgedrängt oder verschoben. Darüber hinaus fällt in zahlreichen Studien ein interpretatorischer Bezug zu dem historischen und kulturellen Rahmen vor und nach der Inhaftierungszeit in den transnistischen Lagern. Daher soll das Untersuchungsparadigma Heimatverlust, Deportation und Überleben ein reiches Potenzial für den hermeneutischen Akt aufzeigen. Die versunkene Kulturlandschaft der Bukowina und die Nachkriegszeit, die für die meisten Autoren einem Leben im Exil entsprochen hat, fungieren als wesentliche Elemente für die Auslegung und für das Verständnis dieser Problematik. In meinem heutigen Vortrag, der zugleich einen fragmentarischen Einblick in ein breit angelegtes Forschungsprojekt gewährt, stütze ich mich insbesondere auf James Youngs Positionierung in dem Erfassen der Holocaust-Literatur. In Anlehnung an seine Theorie sollen die Texte, die die Darstellung des Holocaust zum Gegenstand haben, im engen Zusammenhang mit ihrer historischen Faktizität interpretiert werden. Dabei soll das Funktionieren eines inneren und zugleich historisch kontextualisierenden Mechanismus der Bedeutungskonstruktion hinterfragt werden, indem nicht nur die post factum auf literarischer Ebene dargestellten Ereignisse aufgeklärt werden, sondern auch die Triebkraft, die ante factum zu diesen Ereignissen geführt hat. Die Haltungen und Reaktionen der Überlebenden des Holocaust speisen sich aus komplexen philosophisch-religiösen und kultursoziologischen Hintergründen und spiegeln sich gleichfalls in den divergierenden Formen der literarischen Konstruktion wider. Ich habe hier auch eine Karte zur Deportation der Juden aus der Bukowina. Untersucht man ein weites Korpus, insbesondere an Prosatexten, die die Vertreibungen nach Transnistrien literarisieren, bemerkt man bei vielen Autoren eine weit verbreitete Tendenz, den Zeitraum vor dem Zweiten Weltkrieg gleichfalls in den Prozess des literarischen Schaffens aufzunehmen und ihn als Gegenpol zu den Gräueltaten des Holocaust meist nostalgisch und idyllisch zu schildern. Die mentale Rückkehr an den Ort der Kindheit rekonstruiert eine Welt, die durch Krieg, Grenzverschiebungen, Vertreibung und Massenmord aufgelöst wurde und ausschließlich im Gedächtnis der Überlebenden aufbewahrt ist. Die gut an alten Zeiten der österreichischen Monarchie gewinnen in ihren Schriften oder in ihren mündlichen Berichten oft an verzerrten Konturen, indem eine schon längst untergangene Welt mit verkleinendem oder vergrößerndem Blick wiederbelebt und rekonstruiert wird. In diesem Zusammenhang ist es zu betonen, dass die Beschreibungen dieser Räume und Akteure, so wie sie nach dem Holocaust in zahlreichen Texten der Überlebenden zum Vorschein kamen, in Absenzia des Subjektes ihre diskursive Intention oft auf eine nostalgische Ebene verschoben haben. Diese Verschiebung kann aber auch als narrative, gleichzeitig als diskursive und identitätsstiftende Strategie interpretiert werden, wodurch es vermittelt wird, dass die Sprache unfähig ist, die Erfahrungen der Überlebenden des Holocaust mimetisch zu wiedergeben. Eigentlich eine Stellungnahme, die die Haltung der Sprachskepsis aus einem neuen Blickwinkel problematisiert. Somit wird es erneut bestätigt, dass die alten archetypischen Erzählmuster und Paradigmen
obschon sie noch immer zur Metaphorisierung der Ereignisse verwendet werden, der Darstellung aktueller Geschichte nicht genügen. In seinem auf Jiddisch geschriebenen Roman Durch ein Spaktiv von einem Segermacher, auf Deutsch durch das Okular eines Uhrmachers, unternimmt der Schriftsteller Alexander Spiegelblatt eine Reise durch seine Erinnerungen und kehrt in seine Heimatstadt, in das bukowinische Kimpulung der Zwischenkriegszeit, zurück. Kimpulung wird bei Spiegelblatt durch die Linse des von seinem Vater geerbten Okulars rekonstruiert. Daher fungiert der Blick durchs Okular als Metapher poetischer Erfindungskraft und der Erinnerung. Gerade der Blick ins eigene Innere bedarf einer geeigneten Projektionsfläche. Die Linse des Okulars projiziert diese virtuellen Bilder auf das materielle Format des Manuskripts und generiert somit einen interpretatorischen Mechanismus, der die komplizenhafte Lektüre und das tiefe Verständnis seiner Leser voraussetzt. Die Beschreibungen der friedlichen Zeiten in der Bukowina, die im ersten Teil des Romans als zentralen narrativen Faden hervortreten, speisen sich auch bei Spiegelblatt aus seinem reichen, archetypischen und generationsübergreifenden Erinnerungsspeicher. Dabei handelt es sich um die diffusen Kindererinnerungen, die üblicherweise aus einem fantastischen Blickwinkel ausgemalt sind. In diesem Kontext werde ich jetzt eine exkursive und abschweifende Anmerkung machen und auf Aharon Appelfelds autobiografischen Roman Geschichte eines Lebens hinweisen. Appelfelds Roman fungiert als wichtige und aufschlussreiche interpretatorische Klammer, für was das zeitlose Erinnern der Kinder bedeutet. Im Prozess der Rekonstruktion seiner verlorenen Kindheit handelt es sich bei Appelfeld vor allem um sensorische Wahrnehmungen, in dem Raum- und Zeitkategorien ihre Funktion als Orientierungshilfe verlieren. Und ich zitiere aus Appelfelds Roman Geschichte eines Lebens. Vor allem körperliche Empfindungen haben sich mir aus diesen Jahren eingeprägt, der Hunger zum Beispiel. Bis heute wache ich nachts hungrig auf. Hunger und Durstträume kehren Woche für Woche wieder. Im Laufe des Krieges war ich an Hunderten von Orten, auf Bahnhöfen, in abgelegenen Dörfern, an Flüssen. Alle diese Orte hatten Namen, an keinen einzigen erinnere ich mich. Manchmal erschienen mir die Kriegsjahre wie eine weite Weide, die in den Himmel übergeht. Manchmal wie ein langer Zug von Menschen mit Rucksäcken bepackt, von denen immer wieder welche auf die Erde fallen und von anderen zertrampelt werden. Alles, was damals passierte, hat sich in den Zellen meines Körpers eingeprägt, nicht meinem Gedächtnis. Manchmal reicht der Geruch eines Essens, Feuchtigkeit in den Schuhen oder ein plötzliches Geräusch, um mich mitten in den Krieg zu versetzen. Zitat Ende. Im Gegensatz zum Gedächtnis der Erwachsenen, das für eine, sagen wir, strukturierte Aufbewahrung der Ereignisse geeignet ist, erlebten Kinder wie Aharon Appelfeld ihre Verfolger nun als anonyme, unbegreifliche Macht, ohne die damaligen Geschehnisse analytisch wahrzunehmen. Daher sollen die schriftlichen und mündlichen Zeugnisse der Kinder nicht als Tatsachenzeugnisse, sondern als Rekonstruktion angesehen werden. Und jetzt zurück zum Alexander Spiegelblatt Roman. Anders als im ersten Teil des Romans, in dem Spiegelblatt eine vorwiegend idyllische Atmosphäre des bukowinischen Städtels mit seinem bunten Völkergemisch darstellt, konzentriert sich der zweite Teil der Schrift um die grausamen Geschehnisse in Transnistrien. Die Erinnerung an jene Tage blieb im Gedächtnis des ehemaligen Deportierten tief eingewurzelt, eine Erinnerung, die sich diesmal im Jugendalter geformt hat. Während dieser Zeit kristallisierte sich Alexander Spiegelblatts sprachliches Bewusstsein heraus.
die Zerstörung der alten Fundamente und der Verlust existenzieller Bezugspunkte wurden von zahlreichen bukowinischen Juden, darunter auch von Spiegelblatts Familie, als äußerst schmerzlich empfunden. Die grässlichen Erfahrungen während der Vertreibung in Transnistrien intensivieren seinen Entschluss, sich dem reichen Potenzial der jiddischen Sprache und Kultur zuzuwenden und diese zur persönlichen identitären Konstante zu verwandeln. Dazu habe ich auch ein Zitat aus Spiegelblatts Roman. Die Vertreibung hatte sowieso schon in beträchtlichem Maße meine Beziehung zur rumänischen Sprache ausgelöscht. Jiddisch war mir natürlich von Kindheit an nahe, aber während der Vertreibung unter ukrainischen Juden im Städtel Keparet bekam mein bukowinisches Jiddisch eine zusätzliche, tiefere Resonanz und wurde mir noch näher. Zitat Ende. Diese leidenschaftliche Liebe begleitete Spiegelblatt durch seine langjährige literarische Laufbahn, indem er das Jiddische als sprachliches Pendant zum Deutschen und zum Rumänischen bewusst ausgewählt hat. Zugleich kann Spiegelblatts sprachliche Positionierung als Gestus eines traumatisch bedingten Identitätsverlustes verstanden werden, wobei sein Überlebensakt mit einer profunden identitären Rekonfiguration in engen Zusammenhang gebracht werden kann. Anders als in den bereits vorher angesprochenen Texten bietet Bronskis Geständnis, ein Roman, der 1980 von Edgar Hilsenrath veröffentlicht und später im Jahre 2003 mit dem Untertitel Fuck America neu aufgelegt wurde, ein unterschiedliches interpretatorisches Modell im Umgang mit der literarischen Aufarbeitung autobiografischer und traumatischer Erlebnisse. Der Protagonist Jakob Bronski, der das bittere amerikanische Alltagsleben der Emigranten an eigenem Leib erfährt, entscheidet sich, seinen ersten Roman zu schreiben, um sich von den grauenhaften Erinnerungen aus der Zeit seiner Deportation in Transnistrien loszuwerden. Der Roman soll im Kontext Edgar Hilsenraths gesamten literarischen Schaffen interpretiert werden, indem er sich als fiktionale Folie zum Verständnis seines biografischen Werdeganges erschließen lässt. Dabei kristallisiert sich der Text als eine Misanabim von Nacht heraus, einem bereits im Jahre 1964 erschienenen autobiografischen Roman des Schriftstellers. Trotz mancher unglücklicher ästhetischer Effekte, welche dem Roman einen leicht trivialen Charakter verleihen, damit werden die grotesken, burlesken Szenen und die pornografischen Andeutungen gemeint, bleibt Bronskis Geständnis eine repräsentative Schrift für was das Schreiben als Therapie bedeutet. Bronski wird zur archetypischen Figur für die 6 Millionen jüdischen Opfer des Holocaust, wobei er zugleich das bedrückende Schicksal der Überlebenden verkörpert. Der Roman lässt sich als eine ironische und provokative Introspektion deuten, der die Schwierigkeit bei der Etablierung von Beziehungen zwischen Sprache und traumatischen Erinnerungen thematisiert. Der Protagonist ist sowohl Verlierer als auch Sieger. Auf der einen Seite hat sich sein identitäres Werden im Rauch der KZ-Schornsteine völlig aufgelöst. Ich zitiere aus Bronskis Geständnis. Ja. Ich, der erste Jakob Bronski, bin nur ein Gedanke. Ich habe in 6 Millionen Körper gewohnt, solange bis ihre Namen gelöscht wurden. Einmal huschte ich in den Körper eines 14-Jährigen. Dort weilte ich längere Zeit. Sein Ich wurde mein Ich, seine Geschichte meine Geschichte. Zitat Ende. Auf der anderen Seite bekämpft Bronski um eine identitäre Neugeburt, indem er durch das Schreiben eine Psychoanalyse des Verdrängten durchführt. Ein weiteres Zitat. Hör zu, Bronski, versuch dich zu erinnern, während des Krieges, was ist damals geschehen? Verdammt nochmal. In deiner Erinnerung ist ein Loch, ein dunkles, abgrundtiefes Loch. Versuche es auszufüllen.
Zieh die Ereignisse von damals, die du verdrängt hast, aus dem Abgrund heraus. Versuch es wenigstens und dann schreibe es auf. Zitat Ende. Indem der Protagonist der Erinnerungslosigkeit zu entkommen versucht, gelingt es ihm, seinem Überleben eine neue Dimension zu schaffen, die sich aber in das traumatische Kontinuum einer breiteren jüdischen Unterdrückungs- und Verfolgungsgeschichte einschreibt. Erinnerung und Erzählen galten von jeher als Kategorien der Rettung von bedrohter Identität, insbesondere im Judentum. Die Literaturwissenschaftlerin Agnieszka von Zantier behauptet, dass, ich zitiere, die in der Erinnerungslosigkeit vorprogrammierte Hoffnungslosigkeit das Überleben unmöglich mache. Dabei wird es auf eine tiefere Verständnisebene hingedeutet, die sich im Zusammenhang mit einer grundlegenden Komponente des jüdischen theologischen Denkens erläutern lässt. Nämlich der Prozess des Gedenkens ruft im Judentum einen heilbringenden Akt der messianischen Zeit hervor. Dieses ständige Bewusstsein einer immanenten Verbindung zwischen der Vergangenheit und der Zukunft ist im Judentum von zentraler Bedeutung. Auf diese Weise wird das Gedächtnis der Vergangenheit in der Gegenwart gesichert, aber auch in die Zukunft projiziert. Und jetzt komme ich zum Schluss. Die grausamen Erfahrungen in den Konzentrations- und Arbeitslagern sollen im vorliegenden Vortrag als Katalysator einer traumatischen Identitätsdynamik verstanden werden. Für die Mehrheit der Überlebenden markierten diese schaurigen Träume einen schmerzhaften Übergang in ein neues Leben, das vorwiegend mit sprachlichen, kulturellen und identitären Herausforderungen und Wandlungen verbunden war. Viele Autoren verstanden sich jedoch weniger als Erzähler des Holocaust, sondern als Überlebende, welche im Holocaust eine Übergangsphase, ein existenzielles Inzipit sahen. Die persönlichen Erfahrungen in den Lagern von Transnistrien dienen ihnen meistens dazu, einen breiteren historischen und politischen Kontext auf literarischer Ebene erklären zu können. Vielen Dank. Vielen Dank, Franziska. Ich kommentiere jetzt nicht. Ich stelle keine Frage, sondern ich möchte gerne Sonja Knopp vorstellen. Sie promoviert aktuell zur Frage Geschichte ohne Gedächtnis, Zeugnisse traumatisierter Holocaust-Überlebender und ihre Bedeutung für die geschichtswissenschaftliche Erforschung des Holocaust in Rumänien am Friedrich-Meinecke-Institut der Freien Universität Berlin. Und sie war zwischen 2011 und 2012 Research Fellow am Genocide Studies Program at Yale University und machte sie Forschungen auch am Fortunoff Video Archive for Holocaust Studies. Und aktuell ist sie Stipendiatin der Fondation pour la Mémoire de la Shoah in Paris. Und sie hat ein Buch in 2009 publiziert mit dem Titel Wir lebten mitten im Tod, das Sonderkommando in Auschwitz in schriftlichen und mündlichen Häftlingserinnerungen. Also ich denke, sie ist schon eine Expertin der Analyse traumatischer Erfahrungen, Erlebnisse im Zweiten Weltkrieg. So bitte. Danke für die freundliche Einführung und vielen Dank auch für die Einladung, hier sprechen zu dürfen. Ich habe ein Handout rumgereicht, das kommt später zum Einsatz. Ich werde das auch projizieren, aber gerade von dort hinten wird man das wahrscheinlich nicht gut genug lesen können. Deswegen haben Sie das parat, bitte. Meine Überlegungen beziehen sich auch auf den Holocaust im damaligen Rumänien und Transnistrien, nur auf den etwas nördlicher gelegenen Bereich Bessarabiens und der eben direkt angrenzend an die Bukowina, der Bukowina liegt, die gerade thematisiert worden ist. Im Folgenden beziehe ich mich auf ein Interview mit dem 76-jährigen Schmuel B. Es wurde im Jahr 2003 von den Psychoanalytikern Dori Laub und Oshrit Ben-Ari in der psychiatrischen Abteilung eines israelischen Krankenhauses geführt und videografiert.
Das Interview, das ich im Wesentlichen zwischen den beiden männlichen Gesprächsteilnehmern entwickelte, entstand im Rahmen eines von Laub initiierten psychiatrischen Studie zur Traumaforschung. Heute gehört es zum Bestand des Fortune of Video Archives for Holocaust Testimonies in Yale. Zum Zeitpunkt des Interviews befand sich Schmuel seit fast 50 Jahren im Krankenhaus. Er galt als psychotisch und schizophren und litt unter den Folgen einer posttraumatischen Belastungsstörung. Das Interview handelt von den Erinnerungen Schmuels an den sogenannten vergessenen Holocaust, der Verfolgung und Ermordung von bis zu 410.000 rumänischen und ukrainischen Jüdinnen und Juden auf rumänisch bestimmtem Gebiet zwischen 1941 und 1944. In seiner videografierten Form dokumentiert das Video außerdem die dialogische Zeugenschaft eines gealterten Überlebenden gegenüber seinen Gesprächspartnern, der nicht nur in Worten, sondern mit seiner ganzen Gestalt als klinischer Patient sowohl seine Verfolgungserfahrungen als heranwachsender Junge bezeugt, als auch deren Fortdauern in der lebenslangen Traumatisierung des Mannes. Die Manifestationen des Traumas geben dem Zeugnis, wie deutlich werden wird, ein bestimmtes konstituierendes Gepräge. So sehr sich videografierte Zeugnisse in vielerlei Hinsicht von Autobiografien unterscheiden, um zum Thema dieser Tagung zu kommen, so wesentlich ist ihnen gleichzeitig die Relevanz autobiografischer Erzählformen. Die meist lebensgeschichtlich angelegten Interviews beginnen regelmäßig mit Schilderungen aus der frühen Kindheit und folgen dann mehr oder weniger chronologisch dem Lebenslauf des Zeugen oder der Zeugin bis in die Gegenwart. Die im Zentrum stehenden Erinnerungen an die Shoah werden also in einen Zeitverlauf und einen größeren biografischen Kontext eingebettet. Diese Art der Gesprächsführung verhilft den Überlebenden oft dazu, die überwältigende und zerstörerische Kraft der historischen Ereignisse zu bändigen, in Anführungsstrichen, und aus der isolierten Opferperspektive zu entkommen. Denn der biografische Kontext fügt den Erfahrungen der Shoah ein Vorher und ein Nachher hinzu. Jedoch dient dieser autobiografische Rahmen, ein Zitat von Aleida Aßmann, nur auf den ersten Blick der Orientierung und Kontextualisierung. Bei genauerem Hinsehen bzw. Hinhören scheint er seine strukturierende Kraft zu verlieren. Aleida Aßmann schreibt zum Genre des überlebenden Zeugnisses vor dem Hintergrund des traumatisierenden Ereignisses, das ihm zugrunde liegt, Zitat, "It unsettles the story concept and contradicts the patterns of sense production and coherence built into the conventions of other autobiographical genres in almost every aspect." Die Konsequenz, die Aßmann aus dieser Beobachtung zieht, stellt den Begriff des Selbstzeugnisses radikal in Frage. Erneut Zitat: "The fortune of video testimonies are not centered in an ego, but in the Holocaust." Das heißt, so zentral seine Position als bezeugende Person im Videointerview auch ist, das im Zeugnis sprechende historische Subjekt, das Selbst, wird gleichzeitig in Zweifel gezogen. Obwohl die Zeuginnen und Zeugen bemüht sind, ihre Erinnerungen im Rahmen einer zusammenhängenden autobiografischen Konstruktion wiederzugeben, wirken ihre Erinnerungsprozesse und das sich entwickelnde Zeugnis dem entgegen. Die biografische Identität der Betroffenen wird im Gegenteil im Prozess des Zeugnisablegens fundamental bedroht und zerrüttet. Es sind die den Zeugnissen und Zeugen widerfahrenen historischen Ereignisse der Shoah selbst, deren Erleben, besonders wenn es um für die Zeuginnen und Zeugen kritische und existenzielle Situationen geht, in seiner psychosozialen Konsequenz vielfach den Versuch vereitelt, sinnvolle Zusammenhänge, Bedeutung und Relevanz zu kreieren und Verknüpfungen herzustellen, die eine konsistente Erzählung von der eigenen Vergangenheit darstellen könnten. Im Kern des Holocaust-Traumas, so der Psychiater und Psychoanalytiker Dori Laub, Zitat, "lies the complete failure of the empathic human diet. The executioner does not heed the victim's plea for life. Instead, he relentlessly proceeds with the execution. Human responsiveness came to be non-existent in the death camps, a responsive though to one's basic needs no longer existed. Faith in the possibility of communication died." Zitat Ende. Die Erzählung der Überlebenden kommt in den Momenten traumatischen Wiedererlebens zum Erliegen oder wird stark überformt.
durch Schweigen, Widersprüche, Sprünge und Auslassungen, Paradoxien in Sprache und Affekt. Videozeugnisse kennzeichnet daher, dass die autobiografischen Erzählformen darin in einem kontradiktorischen Spannungsverhältnis zu den teils traumatogenen Erinnerungsprozessen der Zeuginnen und Zeugen stehen. Der Fall Schmuel. Kommen wir jetzt zu diesem Interviewausschnitt. Der Zeuge Schmuel stammt aus der Stadt Chotin, die heute in der südwestlichen Ukraine nur wenige Kilometer von Tschernowitz entfernt liegt. Als Schmuel dort als Jüngster einer sechsköpfigen jüdischen Familie aufwuchs, war die bessarabische Stadt im äußersten Nordosten des sogenannten Großrumänien gelegen. Wie hier auf der Karte ersichtlich. Einer konstitutionellen Monarchie, deren Fläche und Bevölkerungszahl sich infolge des Ersten Weltkriegs durch Gebietszugewinne etwa verdoppelt hatte. Im Sommer 1940 wurden die Gebiete Bessarabien und Bukowina als Folge eines geheimen Zusatzprotokolls des Hitler-Stalin-Pakts von der Sowjetunion annektiert. Nach dem Einmarsch der Roten Armee im Juni 1940 verging jedoch nur ein Jahr, bis Rumänien an der Seite Deutschlands die Sowjetunion angriff und die Gebiete wieder eingliederte. Hinzu kamen Gebietsgewinne an der Grenze zur Ukraine. Der dort eingenommene Landstreifen wurde Transnistrien genannt. Und nach dem Abkommen von Tigina mit den Deutschen am 30. August 1941 bis auf Weiteres unter rumänische Herrschaft gestellt. Sie sehen eine Transkription und Übersetzung des Interviewabschnitts, in dem Schmuel die Vertreibung seiner Familie aus Chotin durch Bessarabien ins nördliche Transnistrien schildert. Das haben Sie als Handout auch vorliegen. Es gibt weder im vorherigen noch im noch folgenden Interviewverlauf, das etwas über 2 Stunden dauert insgesamt, weitere Gespräche zu diesem Thema. Der Interviewabschnitt setzt mit einer Frage des Interviewers nach den Erinnerungen des Zeugen an die Ereignisse zu Beginn des Krieges in seiner Heimatstadt Chotin im Sommer 1941, als die Rote Armee den Rückzug einleitete, ein. Der Beginn des Zweiten Weltkrieges in Bessarabien wird vom Interviewer also mit dem Zeitpunkt des Rückzugs der sowjetischen Truppen verknüpft. Mit dieser Verknüpfung grenzt Laub die Erfahrungen, die Schmuel im Zusammenhang mit dem vorherigen Angriff der rumänischen und deutschen Truppen auf das sowjetisch besetzte Gebiet seit dem 28. Juni 1941 und explizit auf die Stadt Chotin Anfang Juli 1941 gemacht hat, aus. Wie schon in früheren Interviewsequenzen verknüpft auch Schmuel den Beginn des Krieges mit seiner Deportation nach Transnistrien und seinen Erfahrungen in transnistrischen Ghettos. Laub folgt hier also den Auslassungen Schmuels, der die Ereignisse während der Bombardierung seiner Heimatstadt und die darauf folgenden Massenexekutionen, Plünderungen, Vergewaltigungen und Raubmorde an den mindestens 1.900 Jüdinnen und Juden der Stadt starben, darunter mindestens ein Nachbar, nämlich der Vater seines besten Freundes, unerwähnt lässt bzw. nur stark fragmentiert wiedergibt. Wenn der Zeuge auf die einleitende Frage nach dem Kriegsbeginn, also unmittelbar auf die Ukraine zu sprechen kommt, wiederholt er ein Erinnerungsmuster, dem der Zuhörer oder die Zuhörerin schon früher im Interview begegnet ist. Dass der Hinweis auf die Ukraine als Ort der Kriegserfahrung an dieser Stelle ein Ausweichverhalten darstellen könnte, beziehungsweise einen anderen Ort und eine andere Erfahrung verdeckt, verdeutlicht die Verneinung, no, die Schmuel der Frage seines Gegenübers als erstes entgegenbringt. Ein reflexartiges Nein. Erst danach ergänzt er, er sei in der Ukraine gewesen. Wo bin ich? Im Ghetto, als es losging, möchte man ergänzen. Die wiederholte und somit betonende Bemerkung, sie seien vertrieben worden, we were expelled, greift der Interviewer schließlich auf, um im Folgenden vornehmlich Fragen im Zusammenhang mit der Deportation der Familie aus Bessarabien nach Transnistrien nachzugehen. Der Zeuge rückt also von seiner ersten Reaktion insofern ab, als er doch nicht sofort über seine Erfahrungen im transnistrischen Ghetto, sondern über den Weg dorthin, die Vertreibung, spricht. Schauen wir uns nochmal eine andere Karte an. Die Distanz, die Schmuel mit seiner Familie überwinden musste, beträgt ca. 200 Kilometer. Ungefähr, wo dieses Viereck sich befindet. Und verläuft entlang der Deportationsrouten. Also dieses Viereck ist nur dieser bessarabische Raum, auf den ich mich hier beziehe, und es geht dann rüber nach Osten, nach Transnistrien. Verläuft entlang der Deportationsrouten über Tatsch am Grenzfluss Dnjestr ins nördliche Transnistrien, möglicherweise mit Zwischenstationen in einem der beiden Transitcamps Edinets oder Sikorini. Das ist jetzt die Detailansicht dieses Vierecks, was Sie gerade gesehen haben.
Die Deportationen aus der Region setzten Ende Juli 1941 ein, wurden ab September professionalisiert und waren Anfang November desselben Jahres abgeschlossen. Chotin sehen Sie ganz oben links, also nordwestlich. An der Grenze am Fluss sehen Sie Atak, die Grenzstadt, die eben nach Transnistrien führt. Bis zum Abkommen von Tigina Ende August 1941 kann von sogenannten wilden Deportationen gesprochen werden, die spontanen Vertreibungscharakter hatten und auf denen die Deportierten Tage und Wochen lang ziellos, meist zu Fuß, seltener auf Wagen durch Bessarabien getrieben wurden, bewacht in erster Linie von rumänischer Armee. Die Menschen mussten auf freiem Feld übernachten, erhielten weder Nahrung noch Wasser und wurden mangels Klärung der Gebietszuständigkeiten von rumänischer Seite über den Dniester und daraufhin von den jenseits des Flusses stationierten Posten der deutschen Wehrmacht wieder zurückgetrieben. Dabei erschossen Rumänen und Deutsche immer wieder einzelne Jüdinnen und Juden, wie auch ganze Gruppen von ihnen. Hinzu kamen zahllose Todesfälle durch Entkräftung, Unterernährung und Verletzungen. Insgesamt waren zwischen 30.000 und 32.000 Jüdinnen und Juden von diesen sehr frühen Deportationen im Juli und August 1941 betroffen. Davon starben währenddessen etwa 20.000 Menschen. Die meisten wurden von der SS im noch deutsch besetzten Gebiet jenseits des Dniester erschossen. Beim Einmarsch der deutschen und rumänischen Truppen in Bessarabien Anfang Juli 1941 zählten die jüdischen Gemeinden dort noch mindestens 112.000 Mitglieder. Im November desselben Jahres war, von wenigen Ausnahmen abgesehen, die gesamte jüdische Bevölkerung Bessarabiens verschwunden. Mindestens 45.000 von ihnen starben bei Massakern und frühen Deportationen im Juli und August. Weitere 76.000 wurden in die Ghettos und Lager Transnistriens deportiert. Die Aussagen Schmuls sprechen dafür, dass er mit seiner Familie sehr früh, das heißt im Rahmen dieser wilden Deportationen in den Monaten Juli oder August 1941 deportiert wurde. Befragt nach seinen Erinnerungen an die Reise, betont er, there was no food, no housing, there was nothing. Überdies erwähnt er keinen Ort oder andere räumliche Bezugsgrößen in Bessarabien mit Ausnahme des Grenzflusses Dniester. Die historische Verortung dieses Interviewsegments bewegt sich gewissermaßen im erfahrungsgeschichtlichen Niemandsland. Der in meiner Untersuchung zugrunde gelegte mikrogeschichtliche Zugang fokussiert unter anderem lokale Räume und Lebenswelten, wie sie nach Maßgabe der Erinnerungs- und Erfahrungsbezüge Schmuls erscheinen. Definiert man die Stadt Chotin als Lebenswelt und als die vornehmliche räumliche Bezugsgröße Schmuls, dann wird deutlich, dass die Geschichte der Deportation auf eine Geschichte des Orts- und Herkunftsverlusts und der räumlichen Entwurzelung hinausläuft. Die Deportationsroute führt ins Ungewisse. Der Untersuchungsraum ist durch seinen Transitcharakter, durch Veränderlichkeit und Bewegung bestimmt. Er streckt sich über lokale und regionale Grenzen und setzt sich über Bedeutungszuschreibungen einzelner Orte und ganzer Regionen hinweg. Der Wandlungscharakter, der den Raum der Deportationen prägt, beinhaltet Bedeutungsverschiebungen einer ganzen Kulturlandschaft und einer kulturellen Heimat hin zu einem Gewaltraum, einer Kriegslandschaft. Timothy Snyder würde von Bloodlands sprechen. Und diese Bloodlands enden hier nicht an der Grenze Bessarabiens oder Rumäniens, sondern beziehen sich auf eine Grenzregion, auf einen Raum, der immer über Grenzen hinwegreicht. So markiert der Fluss Dniester im Zeugnis Schmuls nicht mehr eindeutig nur die Grenze zwischen Rumänien und der Ukraine oder zwischen Bessarabien und Transnistrien oder, wie sich in den Äußerungen Schmuls vereinzelt anzudeuten scheint, zwischen Frieden und Krieg. Vielmehr ist er selbst Erfahrungsraum von Gewalt und Terror, ist seine Überquerung über eine improvisierte, wackelige Pontonbrücke aus Booten hinweg Eintrittstor in die unbekannte Welt der Ghettos und Lager Transnistriens. Schmul, der an den Ufern des Flusses aufgewachsen ist, die Stadt Chotin liegt direkt am Dniester, trifft auf das einst vertraute Gewässer am vorläufigen Ende einer gewaltsamen Vertreibung aus bekanntem Gebiet und sieht einen verwandelten Ort, der nicht mehr Vertrautheit bedeutet, sondern den endgültigen Eintritt in unbekanntes Kriegsgebiet. Die Erfahrung der Deportation ist eine Erfahrung der Grenzüberschreitung und der Grenzauflösung. Sie ist im eigentlichen Sinne eine Gewalterfahrung. Dass der Zeuge Schmul im hier vorgestellten Interviewabschnitt die Erfahrung der Deportation im Nirgendwo münden lässt, passt zu der Beobachtung, dass er währenddessen keine Gewalterfahrung gemacht haben will. Sprich, er gibt möglichen Gewalterfahrungen keinen Raum, in dem sie stattgefunden haben könnten, und grenzt sie so im wahrsten Sinne des Wortes aus.
Schauen wir uns dazu Gesprächsverlauf und Dynamik der ausgewählten Szene etwas genauer an. Auffällig ist Schmuls Kopfschütteln in der 21. Minute auf die Frage hin, wie sich die Rumänen während der Deportation verhalten hätten. Daraufhin unterbricht er seine sonstigen leichten Sprechbewegungen, zieht den Kopf zurück, verharrt, neigt ihn dann ein abwägend zur Seite, zögert erneut, senkt den Kopf nach vorne, schüttelt ihn und sagt währenddessen, es seien nur 2 oder 3 gewesen, nicht viele. Zu dieser stockenden Gestik und Mimik, die in einen körperlichen Rückzug zu münden scheint, kommt also auch ein inhaltlich ausweichendes Verhalten. Er beantwortet die Frage letztlich nicht. Als Laub dann direkt und fast ungläubig fragt, ob die Rumänen nicht misshandelt hätten, richtet sich Schmul auf, setzt sich gerade hin, verschränkt dabei die Arme vor seinem Körper und beginnt über das Verhältnis von Juden zu Nichtjuden vor den Deportationen zu sprechen. Die Frage Laubs ist keine offene Frage wie die zuvor, wo er noch fragte, how did they behave? Sie nimmt vielmehr eine Annahme vorweg, nämlich abusive behavior, die der Befragte nur bestätigen oder ablehnen kann. Laub erhöht dadurch den Druck auf Schmul, dieser weicht aber vorerst aus, indem er die Frage einfach nicht beantwortet. In der 22. Minute kommt es zu einer erheblichen Erschütterung der Gesprächssituation, nachdem Schmul das erste Mal sagt, but the Jews made fun of him and this made him angry, kommt es auf Seiten der Interviewer zu Aussetzern. Laub reagiert nur noch mit einem Ton, Oschried, die zweite Interviewerin im Raum, springt ein, interveniert und fragt nach der Situation unmittelbar zu Beginn der Deportation während der Aushebung im Heimatort. Das Gesicht des Befragten ist nun angespannt, die Unterlippe hochgezogen, sein Blick in die Richtung der Interviewerin gerichtet, seine Arme sind weiterhin verschränkt. Zu Beginn der 23. Minute, als Schwul über die Situation der Vertreibung aus der Heimatstadt spricht, ist seine Stimme höher als sonst, also wie angepitcht, sagte Hamburger. Sein Blick ist zur Seite und nach unten abgewendet. Seine kurzen Äußerungen, a deportation, plain despair, wirken widerwillig und abgehackt. Wieder antwortet er nicht auf die Frage, sondern kommt auf eine Situation zu sprechen, die er zu einem späteren Zeitpunkt in der Ukraine erlebte. Misshandlungen von Rumänen seien nur in einer anderen Region vorgekommen, ergänzt er. Dieses Mal interveniert Laub, wiederholt die Frage aus Schrieds und macht konkrete Vorschläge. But do you remember how they took you out from home? Who came? Were they peasants or workers? Den Druck, den er hier erneut auf den Zeugen ausübt, schwächt er allerdings sofort wieder ab, indem er Schmul versichert, if there is no memory, there is no memory. Was sich hier als Angebot an den Zeugen lesen ließe, sich der womöglich schmerzhaften Erinnerung nicht auszusetzen, nimmt Schmul an, als er ohne zu zögern antwortet, I don't remember. Auffällig ist an dieser Stelle wiederum das angespannte Gesicht des Befragten. Bemerkenswert ist die dann folgende Entwicklung. Schmul ergänzt seine Aussage, sich nicht zu erinnern und nach einem kurzen Innehalten mit einer erneuten Verteidigung der Rumänen. Er könne sich nicht über sie beschweren, von ihnen seien keine Misshandlungen ausgegangen, was er sogar wiederholt. Einschränkend fügt er allerdings hinzu, dass nur wenige Soldaten vielleicht nicht gut versorgt gewesen seien und die Juden daher beneidet hätten. Die Juden seien ihre Rache gewesen, aber das gelte nur für wenige. Schmul kommt also selbst, ohne dass er erneut danach gefragt worden wäre, auf den Aspekt der Gewalt gegen Juden durch Rumänen zurück und bringt dabei das Argument der Rache ein. Daraufhin fragt Laub erneut nach, what did those Romanians do? Worauf Schmul wieder ausweicht und über seine Ankunft in der Ukraine, also einen späteren Zeitpunkt seiner Verfolgungsgeschichte, spricht. Laub insistiert, setzt mit einer direkten Ja-Nein-Frage nach, were there Romanians who abused, did you see? Schmul fällt ihm ins Wort und versucht den Gesprächsfaden mit no, not much zu beenden. Aber Laub gibt nicht nach und fragt wieder, do you remember something of such abuse? Er bedrängt den Zeugen nahezu, bis dieser schließlich antwortet, I do not complain because the Jews made fun of them and then revenge came. Dieser Satz bildet den Höhepunkt einer Klimax, die das Interview in den vorherigen Minuten ausgezeichnet hat. Bei der Aussage Schmuls handelt es sich um eine Schuldumkehr. Die Erinnerung an eine Gewalterfahrung wird von Schmul nur widerwillig und in Kombination mit einer absoluten Verschiebung, nämlich einer Umkehrung der Täter-Opfer-Verhältnisse, zugelassen, die letztlich als Veränderung der erlebten Realität gelesen werden kann, die in ihrer Brutalität nicht erträglich scheint. Die Antwort, I do not complain of them because, bedeutet, dass der Zeuge die Frage, ob er sich an Misshandlungen erinnere, implizit bejaht.
aber sofort das Vorkommen solcher Misshandlungen rationalisiert, was womöglich eine entlastende Funktion einnimmt. Die in ihrer Brutalität für die Opfer vollkommen sinnlose und folglich unbegreifliche Realität der Gewalt gegenüber Wehrlosen wird in der Argumentation Schmuls in eine Logik, und zwar die der Täter, integriert und somit begreifbar und letztlich auch, so scheint es für ihn, akzeptabel und erzählbar. Der Konflikt, der darin besteht, Opfer einer sinnlosen Gewalttat geworden zu sein, Objekt einer Unmöglichkeit, wird durch die Übernahme einer Täterlogik gemildert. Die Schuldumkehr durch den Zeugen kann somit durchaus als Verweis auf Gewalterfahrung gedeutet werden, die er selbst durchlebt und oder an anderen beobachtet hat. Schmuhl bezeugt in einer Auslassung, im Schweigen von Gewalt und in seiner vehementen Weigerung, die traumatischen Erinnerungen zuzulassen, die direkte oder indirekte Erfahrung von Gewalt und die Unmöglichkeit, mit dieser Erfahrung zu leben, von ihr zu sprechen, sie zu ertragen. Die Widersprüche, Inkonsistenzen und Lücken in der Erzählung des Zeugen lassen sich verknüpfen mit einer historischen Situation, die auf der Erfahrungsebene und in der Erinnerung der Betroffenen in höchstem Maße fragmentiert, unverständlich und nicht hinnehmbar bleibt. Der Interviewer gibt schließlich nach. Revenge came. Okay. Und ist durch einen Seufzer deutlich vernehmbar erschüttert. Die unmittelbar folgende Frage des Interviewers laut nach den Namen der Orte, zu denen die Familie deportiert worden war und mit der die Interviewsequenz abschließt, mag der Versuch sein, die Situation wieder zu stabilisieren, was Laub, wie sich kurz darauf zeigen wird, jedoch nicht gelingt. Habe ich noch eine Sekunde? Nee? Dann komme ich zum Resümee. In der hier untersuchten Interviewsequenz konnte deutlich gemacht werden, dass Zeugenschaft hier sowohl auf verbaler und narrativer Ebene, und zwar nicht nur trotz, sondern gerade in ihrer starken Fragmentierung funktioniert, als auch auf der Ebene der konkreten Interviewsituation und in der komplexen Diade aus Interviewer und Interviewtem. Folgende Ergebnisse lassen sich nach der Analyse der Interviewsequenz aus dem Videozeugnis Schmuhl B.s festhalten. Erstens, der Prozess des Bezeugens vollzieht sich im Videointerview mit traumatisierten Überlebenden der Shoah durch und als eine Störung der narrativen und autobiografischen Kohärenz. Zweitens, die aktive Rolle des Interviewers, der angesichts der starken Fragmentierung des Zeugnisses ebenso wie der nachträgliche Rezipient des Zeugnisses in die Pflicht der Vervollständigung und der Imagination genommen wird und der durch sein stetes Nachfragen und Insistieren die Verantwortung für den Fortgang des immer zu versiegenden Dialogs übernimmt, geht in die Funktion einer womöglich sekundären Zeugenschaft über. Drittens. Stärker noch als in den meisten lebensgeschichtlichen Erinnerungsinterviews mit Überlebenden der Shoah zeigen die Videointerviews mit solchen Überlebenden, die an einer extremen Traumatisierung leiden, dass ihre Zeugnisse einen dialogischen Prozess darstellen, der beide Gesprächspartner im Interview sowie die nachträglichen Rezipienten des Zeugnisses kommunikativ einbezieht. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank für, auch für den Fall, dass du Sonja analysiert hast. Das ist nicht leicht. Weitergehen. Also wir sind schon irgendwie im Bereich habitueller Erinnerung oder körperlicher Erinnerung. Und die letzte Präsentation, die von einer Gruppe von Kolleginnen vorbereitet wurde, denke ich schon, geht sogar im Zentrum, ins Zentrum diese Frage, wie unser Körper erinnert und was es eigentlich Gewalt in der körperlichen Erinnerung oder habituellen Erinnerung heißt. Also ich würde gerne nur zwei von dieser Gruppe vorstellen. Aber die Gruppe ist, alle vier Personen sind hier an der Uni Wien Mitarbeiterinnen an einem Projekt, der trägt den Titel Die Malaria-Therapie und weitere diagnosekorrelierende Therapien, ihre Anwendung an der Wiener Universitätsklinik für Psychiatrie und Neurologie in den 1950er und 1960er Jahren und ihre Diskussion in der zeitgenössischen Forschung. Und die vier Teilnehmerinnen des Projekts und Teilnehmer des Projekts ist Katharina Arnecke, Silke Fengler, Katja Geigner und Thomas Mayer. Also bitte. Leider habt ihr auch nur 20 Minuten.
Ich begrüße Sie alle ganz herzlich und heute stelle ich gemeinsam mit Silke Fengler, Katja Geiger und Thomas Mayer die Forschungsfrage Macht Gewalt krank? Gewalterfahrungen in Lebensgeschichten und Krankengeschichten einen neu erschlossenen Quellenkorpus vor. Ich spreche von Patientinnenakten aus der psychiatrischen Abteilung des Allgemeinen Krankenhauses der Stadt Wien. Verschiedene Formen von Kriegsgewalt können sich noch viele Jahre später nach Kriegsende als massive Belastung in den Biografien Betroffener auswirken. Seit den 1990er Jahren werden die Spätfolgen von Kriegserlebnissen für die Zivilbevölkerung intensiv erforscht und es zeigt sich, dass traumatische Erfahrungen wie Bombenangriffe, Flucht und Vertreibung, Vergewaltigungen etc. Jahrzehnte nach dem Erlebten zu posttraumatischen Symptomen führen können. Im psychiatrischen Anamnesen der Wiener Universitätsklinik für Psychiatrie und Neurologie der 1950er und 1960er Jahre finden sich Erzählungen von Gewalterfahrungen im Zweiten Weltkrieg und in der unmittelbaren Nachkriegszeit sehr häufig. Gewalterlebnisse tauchen im Kontext eines breiten Spektrums psychiatrischer Diagnosen auf. Sie reichen von Depressionen, Neurosen und Alkoholismus bis zu Anorexie und Schizophrenie. Der erstmals historisch erschlossene Quellenkorpus psychiatrischer Krankenakten aus den Jahren 1955 bis 1968 dient uns als Grundlage, um zwei für den Workshop relevante Fragenkomplexe zu diskutieren. Wie brachten die Patientinnen und ihr Umfeld die Gewalterfahrungen im Zweiten Weltkrieg mit ihrem Leiden in Zusammenhang? Und zweitens, welche Zusammenhänge stellten die behandelten Ärzte zwischen den Erzählungen über Gewalterfahrungen und ihre Diagnosen her? In einem weiteren Schritt wollen wir den Aussagewert von Psychiatrieakten als biografischer Quelle kritisch reflektieren. In den Krankenakten fällt auf, dass häufig nicht die Patientinnen selbst, sondern deren Angehörige und Freunde von den erlittenen Kriegsgräueln der Patientinnen erzählen. Dass sie unter Depressionen und Medikamentensucht leidende Patientin AW bis 1943 im KZ Ravensbrück interniert war, erfahren wir beispielsweise von ihrem Schwager. Sie selbst, so notieren die Ärzte, Zitat, sei nur schwer zu einer wörtlichen Äußerung zu bringen, Zitat Ende. Viele Patientinnen erwähnten ihre oft langjährigen KZ-Aufenthalte erst auf wiederholtes Nachfragen bzw. erst nachdem sie bereits zwei- oder dreimal an der Klinik behandelt worden waren. Auffällig bei den Patientinnen mit KZ-Vergangenheit ist, dass sie in den 50er Jahren, etwas seltener in den 1960er Jahren, oft selbst keinen Zusammenhang zwischen ihren traumatischen Erlebnissen als KZ-Häftlinge und dem Leiden herstellten, wegen dem sie an der Klinik behandelt wurden. Die Patientin B, eine Ordensschwester, kam 1957 wegen anfallsartigem Erbrechen, verbunden mit Kollapszuständen, in die Psychiatrie. Sie erzählte ihre Lebens- und Leidensgeschichte nur sehr widerwillig. Sie stammte aus einer jüdisch-katholischen Familie und schilderte aus ihren Erinnerungen, dann allerdings sehr detailgetreu, die Erlebnisse als Kind im Lager, wo sie 5 Jahre besonders unter der Unterernährung litt. Nach Kriegsende litt sie fortwährend unter verschiedenen körperlichen Krankheiten, die sie arbeitsunfähig gemacht haben. Eine Verbindung mit ihren Kriegserlebnissen zog sie nicht, sondern gab an, die Nahrungsaufnahme zu verweigern, wenn ihr das Essen eben nicht schmeckte. Erst in den 1960er Jahren stießen wir öfter auf Fälle, in denen Patientinnen ihre Gewalterfahrungen, insbesondere im Kontext der Shoah, selbst aktiv mit ihren psychischen Beschwerden in Verbindung brachten. Aus vielen Krankengeschichten lässt sich herauslesen, dass die Wiener Psychiater Erzählungen ihrer Patientinnen von Verfolgung und KZ-Haft nicht zwangsläufig in einen ursächlichen Zusammenhang mit den beobachteten Beschwerden brachten. In den Krankengeschichten der 50er Jahre stehen Schilderungen von Verfolgung und Gewalt und die Darstellung der jeweils akuten psychischen Beschwerden der Patientinnen mit ihren gegenwärtigen Problemen oft unverbunden nebeneinander. Nicht selten bewerteten die Ärzte, unterstützt durch die Selbsteinschätzung der Patientinnen,
diese akuten Probleme als Auslöser der Erkrankung. Im Zusammenspiel von widerwillig erzählendem Patienten und diagnostizierendem Arzt gingen Erzählungen über Gewalterfahrungen im KZ in der Krankengeschichte mitunter regelrecht verloren. Exemplarisch soll dies am Beispiel der Patientin S gezeigt werden, die mit der Diagnose rezidivierende endogene Depression zwischen 1951 und 1968 insgesamt 12 Mal an der Wiener Klinik behandelt wurde. Die Patientin, eine sozialistische Aktivistin, wurde 1938 verhaftet und ins KZ Ravensbrück verschleppt, wo sie bis 1945 inhaftiert blieb. Das Trauma des KZ-Aufenthalts wird lediglich bei den frühen Aufnahmen beginnend 1956 erwähnt. Die Diagnose einer reaktiv ausgelösten Depression, die mit Trunksucht und einer Zwangsstörung einherging, gibt einen Hinweis darauf, dass die Ärzte anfangs den Zusammenhang zwischen der KZ-Haft und den Beschwerden erkannten. Sie notierten die Selbstdeutung der Patientin, die vermutete, Zitat, vielleicht habe sie diese Zwangsneurose aus dem KZ, wo immer alles ganz akkurat daliegen musste, das Geschirrtuch einen bestimmten Bug haben musste, sodass man immer vor einer Kontrolle zitternd alles 10-mal nachschauen musste, ob es auch wirklich in Ordnung sei. Sie sei über diesen Zustand sehr unglücklich und griffe manchmal nach dem Alkohol, vor dem sie Ekel empfinde und der ihr gar nicht schmecke. Zitat Ende. Ab dem zweiten Aufenthalt diagnostizierten die Ärzte Alkoholismus bei endogener Depression und Zwangsneurose. Der Bezug zu den Erfahrungen der Lagerhaft geht in der Folge gänzlich verloren. Die Diagnose wird nun mit anderen Deutungsmustern verknüpft, die Patientin selbst aktiv beisteuerte. Darunter fielen beispielsweise Intrigen der Verwandtschaft, Leiden an der stärker werdenden Zwangssymptomatik, Streit mit einer Freundin und so weiter. 1964 kommt ein neurologisches Gutachten eines externen Arztes zu dem Schluss, die Patientin leide unter, Zitat, depressiv gefärbten subjektiven Beschwerden bei einem Zustand nach mehreren Operationen ohne nachweisbare organneurologische Ausfälle. Die psychischen Hauptfolgen wurden durch die Haftentschädigung abgegolten. Die weiterhin vorgebrachten psychogenen Beschwerden sind persönlichkeitsbedingt und lassen sich nunmehr nach der derzeit geltenden wissenschaftlichen Auffassung nicht mehr mit dem Hafterlebnis in Zusammenhang bringen. Zitat Ende. Die häufig diagnostizierte wiederkehrende endogene Depression erlaubte es den Ärzten, das Kranksein vom Erleiden psychischer und physischer Gewalt zu trennen. Denn, so die psychiatrische Lehrmeinung jener Zeit, bei der endogenen Depression, Zitat, spielt die erbliche Veranlagung bzw. das endogene Moment die entscheidende und ausschlaggebende Rolle. Der Begriff KZ-Syndrom als ein Systemkomplex aus verschiedenen Krankheiten und Beschwerden wurde erstmals Ende der 50er Jahre in medizinischen Fachpublikationen verwendet. Allerdings konnte in der internationalen Scientific Community keine Einigkeit über Ursachen, Auslöser und Ausmaß der psychischen Folgeerscheinungen einer durchgemachten KZ-Haft erzielt werden. Dass politische und ökonomische Kalküle in die Diskussion unter Psychiatern einflossen, lässt sich an den großen Meinungsverschiedenheiten zwischen deutschen und US-amerikanischen Gutachtern in Entschädigungsansuchen erkennen. Eine ganz andere Gruppe psychischer Erkrankung nach Gewalterfahrungen während des Zweiten Weltkriegs ist jene der Täter, also derjenigen, die Gewalt aktiv ausübten. Die Krankengeschichte des Patienten B kann als ein seltenes Beispiel für die Erzählung von Gewalterfahrungen durch Täter und die anschließende Deutung durch die Ärzteschaft gelten. B, der im Jahr 1946 vor Gericht gestellt wurde, deutete seine Aktiven als Angehöriger der SS im Krieg aktiv um, Zitat. Natürlich habe er auch hier und da auf Befehl strenge Verhöre durchgeführt. Aber soweit es ihm möglich gewesen war, versuchte er den Häftlingen das Leben leicht zu machen und will auch einigen Leuten das Leben gerettet haben. Zitat Ende. Einen Zusammenhang zwischen den von ihm verübten, amtlich bekannten und bezeugten Kriegsverbrechen, den wiederholten Gefängnis- und Anstandsaufenthalten stellte er nicht her.
Vielmehr seien in seiner Wahrnehmung die Intrigen seiner ersten Frau für seine insgesamt 4 Aufenthalte am Steinhof zwischen 1948 und 1954 verantwortlich. Hier sehen Sie die Zeichnungen, die er am Steinhof in seiner Zelle angefertigt hat. Die wurden damals in der Zeitschrift Die Wienerin publiziert. Am Steinhof hat er seiner Paranoia eben in Form dieser Wandbilder Ausdruck gegeben. Es ist auffällig, dass auch die Ärzte in einem Fakultätsgutachten aus dem Jahr 1955 die politische Vorgeschichte des Patienten und seine Brutalität gegenüber Häftlingen nicht in Bezug zu seiner Krankheit setzen. B. leide an einem der psychiatrischen Gutachten zufolge an einer, Zitat, geistigen Erkrankung, die im Herbst 1947 in der Haft auftrat. Zitat Ende. Zuletzt befassen wir uns mit einer Patientinnengruppe, die im Themenkreis der Kriegsfolgen bereits auf den Kalten Krieg verweist. Es geht um Frauen aus Österreich und Ungarn, die nach Kriegsende bzw. auf der Flucht während des Ungarnaufstandes 1956 von sowjetischen Soldaten vergewaltigt wurden. Vergewaltigungen gehörten bis 1947 auch zum Alltag der besetzten Gebiete Österreichs. Die spezifisch Frauen betreffende Gewalterfahrung wurde in den Nachkriegsjahren öffentlich überwiegend tabuisiert. Österreichische Vergewaltigungsopfer wurden als Patientinnen der Wiener Psychiatrie in den späten 1950er und den 60er Jahren häufig wegen chronisch endogener Depression behandelt. Diese Patientinnen berichteten oft beiläufig über ihre Gewalterfahrungen mit sowjetischen Soldaten. Die Vergewaltigungen, die während der Besatzungszeit Tausende von Personen betrafen, wurden verschwiegen, oft sogar gegenüber dem eigenen Ehepartner. In den von uns gesichteten Krankenakten wurden die Vergewaltigungen so gut wie nie mit dem psychischen Leiden der betroffenen Frauen in Zusammenhang gebracht. Exemplarisch wird aus der Krankenakte der Patientin G. aus dem Jahre 1957 zitiert, bei der eine rezidivierende endogene Depression mit einer neuen, reaktiv ausgelösten Phase diagnostiziert wurde. Zitat: 1946 sei es nach Vergewaltigungsversuchen und wiederholten Bedrohungen auch zu einer tiefen seelischen Verstimmung mit Abmagerung und dadurch nötig gewordener Spitalsbehandlung bei ihr gekommen. Seither aber sei sie immer völlig ausgeglichen und bei gutem Befinden gewesen. Zitat Ende. Auch bei der Patientin S. wurde 1965 die Vergewaltigung nicht als tieferer Grund für die diagnostizierte Neurose bezeichnet. Vielmehr rückten die akuten Eheprobleme in den Vordergrund. Zitat: Patientin berichtet, dass sie in der Russenzeit einmal angeschossen wurde. Außerdem wurde sie von den Russen vergewaltigt, wurde angesteckt. Nach dieser Zeit war sie völlig mittellos, wurde Prostituierte. Bis zum Jahr 1953, dann lernte sie ihren Mann kennen, der davon wusste, gab dieses Gewerbe sofort auf und ging als Hilfsarbeiterin. Seit einiger Zeit Eheprobleme, da sie mit den Schwiegereltern unter einem Dach leben muss und der Mann eine Freundin gehabt habe. Zitat Ende. Mit den Ungarinnen wiederholte sich die Erfahrung von Gewalt, die Frauen in Österreich nach 1945 massenhaft erlebt hatten. In der Wiener Psychiatrie häufte sich seit Ende 1956 die Zahl ungarischer Frauen, bei denen eine psychogene Depression diagnostiziert wurde. Auch 1957 gab es eine Vielzahl von Flüchtlingsfrauen aus Ungarn mit gleicher Diagnose, von denen mehrere durch eine Vergewaltigung ungewollt schwanger geworden waren. Der Fall der Patientin M. ist hier beispielhaft. Sie flüchtete im November 1956 über die Grenze. Zitat: Während der Flucht wurde sie von russischen Soldaten an der Grenze gefangen, die sie vergewaltigten und nachher über die Grenze trieben. Vorher hatte sie nie Geschlechtsverkehr gehabt. Seit 3 Wochen ist sie in Wien, wo man ihre bestehende Schwangerschaft feststellte. Seitdem ist sie sehr verbittert, findet keinen Ausweg, hat schon im Lager Selbstmordversuche gemacht. Zitat Ende. Das Ambulatorium des AKH in Wien überwies sie auf die Psychiatrie, um eine Indikation zur Interruptio zu stellen, deren, Zitat, rasche Erledigung im 4. Monat indiziert sei. Zitat Ende. Thank you.
In einem zweiten Schritt wollen wir nun den Aussagewert von Psychiatrieakten als biografischer Quelle kritisch reflektieren. Die Krankengeschichte ist anders als beispielsweise ein Zeitzeugenbericht oder ein Oral History Interview kein individuelles Projekt autobiografischen Erzählens. Sie ist vielmehr im Lichte der speziellen Situation in der psychiatrischen Anstalt zu sehen, in der Patientinnen und deren Angehörige sich an ihre Gewalterlebnisse erinnerten. Patientinnen erzählen ihre Erlebnisse unter dem Druck einer Erkrankung auf eine Art und Weise, wie sie es unter Umständen in einem Interview nicht tun würden. Es ist bekannt, dass Menschen über Traumata lange, manchmal ein Leben lang nicht sprechen können. Eine psychiatrische Anamnese, die nach der Vorgeschichte einer Erkrankung fragt, ermöglicht es Patientinnen, die häufig unter einem enormen Leidensdruck stehen, ihre Gewalterfahrungen zur Sprache zu bringen. Der individuelle Impuls, von traumatischen Erlebnissen zu erzählen oder aber darüber zu schweigen, trifft auf den Psychiater als Gegenüber, der das Gesagte aus medizinischer Sicht interpretiert und aufschreibt. Damit verbindet sich die zentrale Frage, welchen Quellenwert Psychiatrieakten für die historische Erforschung autobiografischen Erzählens über Gewalt im Krieg haben. Die psychiatriehistorische Forschung hat wiederholt auf den besonderen Quellenwert der Psychiatrieakten, psychiatrischen Krankenakten hingewiesen, aber auch auf die Schwierigkeiten der Interpretation. Denn Aufzeichnungen zu biografischen Aussagen im Arzt-Patienten-Gespräch sind nicht nur hochgradig lückenhaft, sondern privilegieren zumeist auch die Sicht des medizinischen Experten. Die von uns vorgestellten Fallbeispiele zeigen, dass die behandelnden Ärzte Gewalterfahrungen von Psychiatriepatientinnen während des Zweiten Weltkriegs zwar in Krankengeschichten aufnahmen, doch scheinen sie, sieht man einmal von der Diskussion um die KZ-Neurose ab, auf Seiten der Ärzte keinen eigenständigen Stellenwert im Rahmen der psychiatrischen Diagnostik gehabt zu haben. Der Aushandlungsprozess, welche Rolle die Gewalterfahrung für das Leiden der Patienten spielt, lässt sich anhand der Krankenakten nicht vollständig rekonstruieren. Diese halten nur das Ergebnis der Beratungen fest, während der Verlauf des Gesprächs im Dunkeln bleibt. Es ist aber davon auszugehen, dass die Ärzte letztlich die Deutungshoheit über die Erzählung ihrer Patientinnen behielten. Der Arzt bzw. die Ärztin bestimmte durch seine oder ihre Berichterstattung darüber, wie relevant die Gewalterfahrung bestimmter Patientengruppen für die Herausbildung einzelner Krankheitsbilder war. Das ärztliche Urteil über die Relevanz wurde nicht zuletzt von herrschenden außerpsychiatrischen Diskursen bestimmt. Die Anerkennung von traumatischen Erlebnissen in der Shoah erfolgte beispielsweise als Reaktion auf die öffentliche, auch politisch geführte Diskussion um Wiedergutmachung. Dass auch verschiedene Gruppen von NS-Tätern durch Kriegserlebnisse traumatisiert sein konnten, war und ist wahrscheinlich bis heute im gesellschaftlichen Diskurs der Zweiten Republik offiziell kein Thema. Der Umgang mit Frauen, die durch Besatzungssoldaten oder im Zuge der Flucht während des Ungarnaufstandes vergewaltigt wurden, ist ein Aspekt, der in seiner Vielschichtigkeit auf ein bedeutendes, noch weiter zu erschließendes Forschungsfeld verweist. In jedem Fall könnten die Wiener Psychiater der Nachkriegszeit als Gralshüter angesehen werden, die durch ihre professionelle Tätigkeit dazu beitrugen, in einer durch Krieg und Gewalt bedrohten Gesellschaft die innere symbolische Ordnung wiederherzustellen. Dankeschön. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für den Vortrag. Und jetzt haben wir noch fast 20 Minuten für Diskussion. Johanna. Ja, vielen herzlichen Dank für diese drei außerordentlich spannenden Referate. Ich habe zu allen dreien eine Frage. Ich versuche es aber so kurz wie möglich zu machen. Ich möchte beginnen mit Ihnen, Frau Solomon, und würde gerne Sie nach Ihrer Einschätzung der Bedeutung des Genres fragen. Sie haben ja immer wieder, also Sie haben, wenn ich es richtig im Kopf habe, drei Beispiele gebracht, wo es um einen autobiografischen Roman geht. Und Sie haben die These formuliert, dass es in all diesen Texten um die
den Kampf um die Wiederfindung einer Identität geht und was sozusagen diese Wahl eines fiktionalen Genres mit dieser gemeinsamen Zielsetzung zu tun haben könnte. Das hat mich sehr interessiert beim Zuhören bei Ihrem Vortrag. Zu Frau Knopp würde ich gerne einen Kommentar machen. Ich war sehr, sehr beeindruckt von Ihrem Paper, weil ich vor allen Dingen gefunden habe, dass man da so gut erkennen hat können, wie schwierig und wie wichtig die Kontextualisierung von autobiografischen Zeugnissen, wie immer, welche Genre wir jetzt ansetzen. Also das ist ja genau im Falle Ihres Textes auch gar nicht so leicht zu formulieren. Aber dass eigentlich nur die Tatsache, dass Sie uns das auf dieser Karte immer wieder gezeigt haben und das davor und danach sehr genau historisch kontextualisiert haben, uns überhaupt in die Lage versetzt hat, das, was dann in diesem Gespräch und in den Brüchen dieses Gesprächs zum Sprechen kommt oder zum Schweigen gebracht wird, überhaupt nachzuvollziehen. Und das finde ich außerordentlich wichtig und wollte ich gern auch nochmal bekräftigen. Und zu dem letzten Paper, das ich auch total spannend fand, und ich habe mir gedacht, vielleicht können wir aber auch weiterreden, wir sind ja alle in Wien. Ich würde nur gern einen Bezug herstellen, der euch aber vielleicht ohne dies bewusst ist. Das ist der zu Rakefet Shalashik und ihren Arbeiten über die Psychiatrie in Israel. Genau, ja. Und genau von dort her kommt auch meine Frage. Also ohne sozusagen diese Geschichte genau zu kennen, assoziiere ich mit Psychiatrie in Österreich in der Nachkriegszeit auch eine sehr starke Kontinuität zu NS-Psychiatrie. Ist das so und was bedeutet sozusagen dieser Kontext für die Art und Weise, wie diese kranken Lebensgeschichten aufgenommen wurden? Das wären meine Fragen. Katja. Jetzt könnten Sie antworten und dann machen wir einen. Okay. Bitte, Franziska. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Es funktioniert. Ja. Ja, vielen Dank für die Frage. So, ich glaube, ich habe versucht, in meinem Vortrag vorzuzeigen, wie wie diese historischen traumatischen Ereignisse in Transnistrien die Identität der drei Schriftsteller modelliert haben. Bei Spiegelblatt war insbesondere sehr deutlich nachvollziehbar, indem er sich sprachlich bewusst orientiert hat, also ich meine an die jiddische Sprache und nicht an das Hebräische, ans Rumänische oder ans Deutsche. In der Bukowina, er wurde in der Bukowina geboren, also die Muttersprache war Rumänisch und auch Jiddisch. Dann ist er nach Israel ausgewandert und er hat doch darauf verzichtet, eine israelische irgendwie Identität aufzunehmen. Im Gegensatz dazu, Appelfeld hat sich deutlich auf dieser sprachlichen Ebene so positioniert, dass er doch die israelische Identität angenommen hat. Und er behauptet immer wieder, wenn man mit ihm ins Gespräch kommt, dass er sogar kein Schriftsteller des Holocaust ist. Also er beschreibt das jüdische Leben im Allgemeinen, mit allen Dimensionen. Und ich denke, hier kann auch so ein wichtiger Punkt sein, wie diese Identitäten sich herauskristallisiert haben auf der sprachlichen Ebene. Ich weiß nicht, ob ich die Frage richtig auch verstanden habe. Aber wenn nicht, ich kann nochmals. Es geht auch um das Autobiografie, dass sozusagen der Roman als Genre gelegt wurde. Mhm. Also das, die Frage ist, warum sind das alles Romane, um es ganz kurz zu machen? Mhm.
Naja, auf der fiktionalen Ebene kann man seine Identität irgendwie konstruieren. Das ist wahrscheinlich auch ein traumatischer Gestus. Also warum man keine Berichterstattungen gegeben hat von denen. Also sie haben die fiktionale Ebene auch bewusst ausgewählt, um sich wahrscheinlich von diesen Traumata zu distanzieren oder eine Möglichkeit zu finden, sich auszudrücken, aber gleichzeitig geschützt zu sein. Das ist meine jetzige These. So, bitte, Sonja. Ja, das war ja nur ein Kommentar, deswegen möchte ich gar nicht so viel dazu sagen, außer ich habe neulich von Gertrud Koch noch den Kommentar dazu gehört in einem Vortrag zur Zeugenschaft, dass die Historiografie im Falle von Videozeugnissen und gerade auch visuellen Quellen vielleicht die Funktion einer Beschriftung übernimmt. Also wie die Legende einer Karte, so mehr oder minder. Also die Kontextualisierung hier im Vergleich zum therapeutischen Rahmen wiederum würde ebenfalls würde letztlich die Rolle dieses Dialogs oder Dialogpartners, Gesprächspartners übernehmen. Also das, je nachdem, welche Perspektive einnimmt, kann man die Historiografie und ihre Aufgabe hier sicherlich mehrfach benennen. Aber ich denke auch, Kontextualisierung ist hier das Mittel der Wahl. Können Sie bitte das Mikrofon der Kollegin geben? Ja, also zu den Kontinuitäten der Psychiatrie nach dem Nationalsozialismus, ja, die gibt es. Und natürlich haben wir Leute wie den Heinrich Gross, der Primarius am Steinhof ist und der beispielsweise 59 noch in allgemeinen medizinischen Zeitschriften sich ganz bitter darüber beklagt, dass keine Neuropathologien an Spezialabteilungen für zerebral gestörte Kinder angeschlossen sind, weil das wäre ja für die Forschung so wichtig, auf diese Hirne direkt Zugriff zu haben. Mhm. Aber gerade am AKH sind diese Kontinuitäten nicht so stark ausgeprägt, also vor allem personell. Es kommt 50 Hans Hoff, der selber remigriert ist. Mhm. Und ja, also das ist eine offene Frage, wie das auf der ideellen Ebene aussieht, dem gehen wir weiter nach, aber die Anknüpfungspunkte sind da eher vor Beginn des Weltkrieges, mhm. Gerade was das AKH betrifft. Auf anderen Kliniken schaut es da anders aus. Vielleicht magst du. Ja, es wäre auch interessant, worauf deine Frage sozusagen genau abzielt, was die NS-Psychiatrie jetzt ist oder sein soll. Aber fand ich auch ganz spannend, es gibt auf jeden Fall Diskontinuitäten, in dem sind gleich noch 45, also es werden die Leiter sozusagen rausgeworfen. Und wie auch in vielen anderen Branchen und Bereichen können dann in den 50er und teilweise 60er Jahren eben auch wieder Personen zu Lehrstuhlbesetzungen kommen, wie etwa in Graz Hans Bertha, der aktiv in die NS-Euthanasie, ein Euthanasietäter war. Und dann aber sozusagen auch wieder ganz interessant ist, wenn man weiterschaut, sozusagen, was für Methoden der sozusagen macht und der sozusagen damals sehr stark auf diese neue Welle der Psychopharmaka setzt, die man jetzt sozusagen dann in damals üblichen Schocktherapien, die ablösen in der Behandlung, die man sozusagen jetzt als ethischen Fortschritt verstehen könnte, medizinethischen Fortschritt verstehen könnte. Und das wird sozusagen wiederum von einem NS-Täter sozusagen durchgesetzt in Graz. Also es ist, es ist ein bisschen zweischneidig und du hast ungünstig ironisch sozusagen. Auch von mir vielen herzlichen Dank für die sehr, sehr wichtigen Aspekte, die Sie jetzt auch nochmal für die allgemeine Diskussion angesprochen haben. Vielleicht auch wieder in der Reihenfolge, Frau Solomon. Ich fand es ganz wichtig, dass Sie auf die letztlich auch vielfältige Literatur von Seiten von sogenannten Laien-Schriftstellern verwiesen haben. Und Sie haben im Zusammenhang Ihrer Darstellung zu Hilsenrath
davon gesprochen, dass es da Teile gibt, die trivialen Charakter haben. Und haben da die Burleske und die Groteske angesprochen. Könnten Sie auf das nochmal eingehen? Weil das Problem, das sich erstellt, ist dann damit, wie lassen sich da sozusagen die Ebenen unterscheiden? Sie haben auch von sogenannten Laiendarstellern gesprochen. Ich denke, zu Recht, mit einer sehr starken Relativierung. Wo würden Sie da sozusagen die Trennlinien ziehen? Das wäre meine Frage an Sie. Ich knüpfe an den Kommentar von Johanna Gimha zu Ihnen, Frau Knopp, an und finde auch die Kontextualisierung des Interviews, das heißt der Gestik und Mimik, die Sie da sehr fein ausgearbeitet haben, extrem wichtig. Das heißt, es wird hier nochmal deutlich, wie wichtig es ist, wirklich die Interviewsituation, wenn sie denn nicht videografiert sozusagen ist, sondern zum Beispiel nur ein Transkript ist. Das wäre ein Plädoyer wirklich für eine sehr viel genauere Form der Transkription, die dann wenigstens versucht, in Text zu übersetzen. Es ist ja immer ein Übersetzungsprozess, dass man hier dann solche mimischen, gestischen, auch letztlich dann Verhalten, Zurückhaltung und so weiter aufnimmt, ohne ihre genauen Kontextualisierungen genau dieses Geschehens. Also das heißt, wie die Person jeweils dann auch nochmal reagiert, wäre das eigentlich nur der halbe Text gewesen. Was sich für mich aber an der Stelle letztlich als Frage stellt, ist, wenn man sie sieht an der Passage, die Sie uns erläutert haben, wie stark hier interveniert wird, ist für mich die Frage, ob es nicht und wahrscheinlich, ich würde diese Arbeitshypothese wagen, gibt es durchaus Texte von einer stärkeren narrativen Kohärenz, wenn es nicht in dieser Situation das Geschehen erzählt wird. Also die Interventionen sind ja extrem stark hier. Und insofern stellt sich für mich immer die Frage, aus welcher Perspektive sprechen wir über Kohärenz und narrative Kohärenz. Also dies nur als Überlegung und Kommentar zum Material. Und dann zu Ihnen vier, weil Sie ja auch alle vier, denke ich, da ganz intensiv involviert sind. Einfach eine Nachfrage. Und zwar, Sie haben einen ganz wichtigen Hinweis geliefert und angesprochen, dass Krankengeschichten im Grunde genommen zusammengesetzte Geschichten sind. Das heißt, es sind verschiedene Personen beteiligt, die etwas erzählen, und es sind unterschiedliche Personen beteiligt, die etwas aufschreiben. Lässt sich das eigentlich an solchen Quellen in irgendeiner Art und Weise ein bisschen näher verfolgen? Zu den zusammengesetzten Aufnahmen in diesen Krankenakten. Es ist so, wenn man einen Krankenakt vor sich liegen hat, findet man zuerst einmal einen Angehörigen am Außenblatt, der etwas deponiert. Das kann die Mutter sein, der Ehemann, der seine Eindrücke über das Krankheitsbild der Person wiedergibt. Auf der Innenseite findet man dann die Darstellung des Kranken selber. Das kann jetzt auch dem, was die Verwandten sagen, total widersprechen. Und was dann aufgeschrieben wird, entscheidet natürlich letztendlich der Arzt. Auffällig ist einfach, dass es dann auch noch Gutachten bei manchen Fällen gibt zu gewissen Situationen, die dann aber auch wieder andere Aussagen treffen. Es ist dann sehr schwierig für den Historiker, sich einen Reim draus zu machen, wo ungefähr die Wahrheit liegen könnte. Und wie schon auch die Kollegin gesagt hat, ist es gerade in Krankenakten oft so, dass die ganzen Lebensgeschichten erzählt werden von dem Kranken und einfach in einem Nebensatz wird erwähnt, dass er auch im KZ war. Und dann werden viele, viele andere Probleme, die er im Leben hat, ausführlich dargestellt. Das ist eine sehr häufige Situation in den Akten. Zusätzliche Bemerkung, man kann an dem Krankenakt nicht immer erkennen, wer jetzt der aufschreibende Arzt war und ob das einer war oder das eine kollektive Situation war, wo am Ende jemand quasi dazu verdonnert wurde, das Protokoll zu schreiben. Insofern ist es eigentlich gerade das Gegenteil von so einer Aufzeichnung von einem Interview, wo man dann diese Frage- und Antwortsituationen zumindest bruchstückhaft erkennen kann. Also ist wirklich das Ergebnis. Ja, danke für Ihren Hinweis.
Ja, Mimik und Gestik sind hier sehr wichtig, weil Schmuel ja häufig einfach gar nichts sagt oder ganz andere Dinge bespricht. Allerdings oft schwer zu verwerten, gerade wenn man bedenkt, dass der Mann zu dem Zeitpunkt des Interviews unter Medikation steht, die auch seine Mimik vor allen Dingen beeinflussen. Aber ja, wann immer es auffällig ist, versuche ich das zu integrieren. Zu den Interventionen. Das ist ein schwieriger Punkt. Es ist so, dass Schmuel in der Gruppe der Interviewten, die ganze Gruppe dieser Interviewten, da handelt es sich um Holocaust-Überlebende, deren Geschichte jahrzehntelang in der Therapie nicht berücksichtigt worden ist. Die haben zu großem Teil entweder ganz geschwiegen über Jahre hinweg oder nur Alltägliches gesprochen und kaum überhaupt sich verbal geäußert. Wenn man Schmuel zuhört, dann ist ihm nichts passiert. Dann ist einfach gar nichts passiert. Ihm nicht und niemand sonst. Und es ist überhaupt nichts Besonderes gewesen. Und der Dialog versiegt unmittelbar. Der erzählt nicht. Ist die erste längere erzählerische Passage, wo er drei Sätze hintereinander formuliert, kommt in der 18. Minute. Wir sind jetzt hier in der 20., 21. Minute. Kurz danach kommt noch mal eine etwas längere Passage, aber meistens und gerade zum Beginn des Interviews sagt er ein Wort, manchmal nur ein Laut, manchmal ein paar Worte, nicht mal zusammenhängende Sätze oder grammatikalisch vollständige Sätze. Das heißt, die Intervention des Interviewers ist anders als halt bei anderen überlebensgeschichtlichen Interviews mit Holocaust-Überlebenden. Geht es hier nicht darum, quasi Initialfragen zu stellen und dann dem Zeugen quasi den Raum zu geben, zu sprechen, sondern hier muss quasi eine sehr enge Halten und eine Stabilisierung des Zeugen unmittelbar und konstant passieren. Das ist eine ständige Spiegelung, ständiges Echo, was zwischen diesen beiden hin und her geht und ganz oft versiegt es einfach im Nichts. Also bei Schmuel, der Interviewer hat eine ganz starke Aufgabe, hier den Dialog immer wieder überhaupt ins Laufen zu bringen, weil sonst das Ganze einfach versiegen würde. Insofern, ich glaube nicht, dass sonst eine größere narrative Kohärenz im Interview zu finden wäre, sondern ja, dass es hier um, dass der Interviewer hier bestimmte auch psychologisch wirksame Rollen übernimmt, auch zwischenzeitlich zum Beispiel die wahrscheinlich von Schmuels Vater und verschiedenen Familienangehörigen, um überhaupt den Zeugen in die Lage zu versetzen, sprechen zu können. Ja, vielen Dank für die Frage. Ich werde versuchen, sehr kurz darauf zu reagieren. Die Frage ist ziemlich komplex. Und ich würde eigentlich darauf hinweisen, dass, was ich heute präsentiert habe, Teil eines breit angelegten Forschungsprojekts ist. Und diese Grenzziehung zwischen den sogenannten Laienschriftstellern und der echten Literatur bezieht sich insbesondere auf den konzeptuellen Rahmen dieses Forschungsprojektes, wo ich versucht habe, klar zu unterscheiden zwischen Texten mit einem dokumentarischen Charakter, also die Berichte, Interviews und zwischen den Schriften, die einen literarischen Charakter haben, also einen fiktionalen Charakter mit biografischen Charakter oder ohne, aber die sind stark fiktional. Fiktionalisiert. Die kann man auch zum Kanon dieser Holocaust-Literatur anschreiben und nicht zu den Tatsachen berichten. Ich wende an das Publikum, weil wir schon in der Kaffeepause sind, also die Frage ist, ob wir noch 10 Minuten aus der Pause für Diskussion verwenden könnten oder möchten Sie lieber schon Kaffee trinken? Ich habe eine Frage betreffend die Krankengeschichten aus den 50er Jahren. Sehr wichtig. Dann sammeln wir die Fragen und Kommentare. Sehr wichtig für das Arzt-Ärztin
Patient-Patientin-Verhältnis ist ja auch das Vertrauen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ein KZ-Überlebender, eine KZ-Überlebende eine Vertrauensbeziehung herstellt kann zu einem Arzt, einer Ärztin, von der sie nicht weiß, was sie für eine Vergangenheit hat oder ihre Familie für eine Vergangenheit hat. Es mangelt also schon bei der Erstellung der Krankengeschichte, ist da schon ein großer Mangel meiner Meinung nach. Okay, dort gibt es noch, ja, Bela. Ich würde gerne noch wissen, wie Sie... Nein, Entschuldigung. Es gibt noch zwei Personen, die... Ich würde gerne wissen, wie Sie zu den Krankenakten gekommen sind, weil die sind ja eigentlich noch gesperrt aus den 50er und 60er Jahren. Und haben die Menschen, deren Krankenakten Sie gesehen haben, leben die noch oder sind die gestorben? Also das Rechtliche würde mich einfach auch sehr interessieren, wie Sie zu den Krankenakten gekommen sind. Okay, sind ja normalerweise unterliegen die einer Sperre. Ja, noch zwei Fragen oder Kommentaren haben wir. Ich habe eine Frage an Sonjas Vortrag, und zwar das Beispiel, die Passage über das Verhalten der rumänischen, nichtjüdischen Bevölkerung. Habe ich das richtig verstanden, dass du daraus schließt, da ist was passiert, das hat den Patienten traumatisiert und deswegen diese Vermeidungstaktik, die er da anwendet? Also das ist die erste Frage, und zweitens, wie gehst du damit um? Also was lässt sich daraus rekonstruieren in historischer Hinsicht? Okay, und letzte Frage von Helga Amesberger. Ja, auch an das Wiener Team. Ich habe ja, oder wir haben ja selber in unserer Forschung zu Ramsbrück-Überlebenden viele Veraltungsakten angesehen, wo es auch darum gegangen ist, dass die Überlebenden um Amtsbescheinigung und Opferausweis angesucht haben. Und ich habe hier, wir haben hier die Beobachtung gemacht, dass die Frauen sehr wohl immer wieder Zusammenhänge hergestellt haben. Also ich habe wenige Geschichten von psychischen Leiden, aber vorwiegend von körperlichen Beeinträchtigungen, sei es Unmöglichkeit, also schwanger zu werden, gynäkologische Probleme und so weiter und so fort. Als eine Regel, die Ärzte haben immer einen Zusammenhang abgelehnt, also abgestritten. Kommen in euren Akten doch auch immer wieder solche Fälle vor? Ich denke, es ist auch die Vorgeschichte, die ärztliche Vorgeschichte interessant, also bis diese Personen in die Psychiatrie kommen oder in psychiatrische Behandlung im AKH. Und das Zweite, was mich noch interessieren würde, schauen Sie sich auch geschlechtsspezifische Aspekte an, also reagieren die Ärzte, die Ärztinnen anders auf die Erzählungen von Frauen als von Männern, oder auch auf bestimmte Gewaltformen, nämlich also dass Vergewaltigung, ja, es wird ja teilweise bis heute noch als ein Kavaliersdelikt behandelt, dass man solche Sichtweisen auch also in den Akten dann wiederfindet und das dann vielleicht auch eine Auswirkung hat in Nicht-Zusammenhang herstellen. So, vielen Dank für die sehr, sehr wichtigen Kommentare und Fragen, und ich habe da zwei Minuten zu antworten, okay? Maximal. Also vielleicht zu der ersten Frage der rechtlichen Situation. Also ich will mich, oder wir sollten uns nicht darauf rausreden, dass wir nur zwei Minuten haben, aber die rechtliche Situation ist in der Tat sehr kompliziert. Und wahrscheinlich nur zu verstehen im Kontext unseres Forschungsprojektes, die eben um die Malaria-Therapie geht. Also dadurch haben wir einen Einblick in die Krankenakten gehabt. Und diese Präsentation jetzt ist sozusagen ein Aspekt, der nicht das Hauptthema des Projektes ist und der uns aber sehr ins Auge gestochen ist, während wir die Akten gelesen haben. Und insofern, also wir haben nicht jeden einzelnen Patienten nachvollziehen können, ob der noch am Leben ist, sind aber, also wir hoffen es durch die Anonymisierung
soweit im rechtlichen Rahmen, dass es nicht anfechtbar ist, hier aus den Geschichten zu zitieren. Zum rechtlichen Aspekt, es ist auch nichts publiziert von uns und es ist auch nichts geplant zu publizieren. Wir wollten nun mal prinzipiell auf den Quellenkorpus als solches aufmerksam machen. Was die Verbindung mit Ärzten und Opferausweis und dergleichen betrifft, das ist ganz unterschiedlich. Es gibt zum Beispiel Patientinnen mit Depressionen, wo die Ärzte als Unterstützung sagen, sie sollen es als reaktive Depression darstellen, die Patienten selber, damit sie in den Genuss einer Unterstützung kommen. Sehr viele Aufnahmen, also Patientenaufnahmen handeln aber auch von ganz anderen Problemen. Das heißt, es wird das KZ und das Opfer, der Opferstatus gar nicht berücksichtigt. Weil die meisten, die im KZ waren, haben ja schon diese geringen Zahlungen, wie wir alle wissen, vom Staat erhalten. Und somit kommen sie jetzt eigentlich theoretisch 10 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg mit ganz anderen psychischen Erkrankungen in die Psychiatrie. Also ist das sehr selten ein Thema. Aber da kann man überhaupt nicht feststellen, ob die Ärzte pro oder contra sind. Das ist zu wenig bearbeitet von uns bis jetzt, um da eine Aussage zu treffen. Und wie die KZ-Opfer, ob die Vertrauen zu den Ärzten haben, das ist auch schwer zu sagen, weil generell viele Patientinnen kein Vertrauen zu den behandelnden Ärzten haben. Und das kann man generell so sehen. Manche reden in den Akten wie ein Buch und andere sagen einfach prinzipiell gar nichts. Ja. Zu Gretes Frage. Ich gehe davon aus, dass Schmuel schon traumatisiert war, als er überhaupt auf der Deportation war. Die Stadt, aus der er deportiert wurde, ist heftig bombardiert worden aus der Luft. Es gibt mehrere Aussagen, dass die Stadt komplett in Flammen stand. Es gab danach pogromartige Zustände von Seiten der nichtjüdischen Bevölkerung gegenüber der dort lebenden jüdischen Gemeinde. Massenhafte Vergewaltigungen, Massenexekutionen. Also es ist nicht davon auszugehen, zumal, wie gesagt, der Vater seines besten Freundes bei den Exekutionen ums Leben gekommen ist, ermordet worden ist. Es ist nicht davon auszugehen, dass er zu dem Zeitpunkt noch keine Gewalterfahrung gemacht hat. Während der Deportation gehe ich ebenfalls davon aus, weil von allem, was ich weiß, aus den Büchern, von anderen Aussagen, von anderen Videozeugnissen aus dem Fortinov-Archiv und aus dem Visual History Archive, es gibt zahlreiche Aussagen in jedem Ort, in jeder Stadt, in jeder Gemeinde, auf dem Weg nach Transnistrien gab es Exekutionen, gab es Massaker und es gibt Schilderungen, die wirklich haarsträubend sind. Also es geht ja nicht nur darum, dass es hier um eine ganz spezielle Art von Gewalt, die von Angesicht zu Angesicht ausgeführt worden ist, von Nachbarn gegen Nachbarn und so weiter, also bis Enthauptungen mit Äxten, allem, was man sich nur vorstellen kann. Das ist nicht davon auszugehen, dass Schmuel das nicht mitbekommen hat. Ich kann eben, wie ich damit umgehe, ist, ich kann nicht sagen, Schmuel sagt, es ist ihm das und das passiert, weil das sagt er nun mal nicht. Aber ich lese diese Interviewabschnitte im historischen Kontext und versuche, wie halt eben gerade geschehen, die Lücken zu deuten, zu interpretieren. Also die eigentliche Leistung ist die Interpretation. Und wenn er sowas sagt wie, sie haben Rache an den Juden genommen, dann sagt er vielleicht nicht, sie haben dem und dem das und das angetan oder mir das und das angetan, aber er sagt, es ist was passiert. Also das ist ja implizit in solchen Aussagen vorhanden, auch wenn er sagt, die Juden hätten selbst Schuld daran. Das muss ich halt besprechen, wie geht man mit so einer Aussage um, auch mit den eigenen Reaktionen darauf. Dann die gut verdiente Pause erreichten wir. Vielen Dank für die Fragen und Kommentaren und auch die sehr, sehr interessanten Vorträge.